Wenn die Zeit noch da ist, bezüglich Nord Stream, jetzt sind ja weit über 18 Monate vergangen seit diesem Terroranschlag auf die zivile Infrastruktur. Schweden und Dänemark haben ihre Ermittlungen ergebnislos eingestellt. Die deutschen Ermittler haben bisher auch noch nichts präsentiert. Jetzt hatte Ende April hat die chinesische Volksrepublik einen entsprechenden Antrag eingebracht, die Ermittlungen international weiterzuführen unter Führerschaft der Vereinten Nationen. Da würde mich nur interessieren, Frau Deschauer, unterstützt denn die Bundesregierung diesen Antrag oder diesen Vorschlag der Chinesen? Herr Warwick, auch da würde ich Sie erstmal zunächst adressieren an die zuständigen Ansprechpartner. Und das ist für den Fall, für diesen konkreten Fall, das hatten wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal, der Generalbundesanwalt. Ja, aber meine Frage war, ob die Bundesregierung, und da ist die Bundesregierung zuständig, Frau Deschauer, den Vorschlag der Chinesen vor dem UN-Sicherheitsrat, diese Ermittlungen jetzt international unter Leitung der Vereinten Nationen durchführen zu lassen, ob dies die Bundesregierung unterstützt. Das hat mit dem Generalbundesanwalt relativ wenig zu tun, meine Frage. Also laufende Ermittlungen zu einem laufenden Verfahren, die durch eine zuständige Behörde durchgeführt werden, haben schon etwas damit zu tun. Und an diese Adresse würde ich Sie wenden. Sie haben ja just nach 18-monatigen Ermittlungen gefragt und dem Erkenntnisstand. Und da würde ich Sie darauf verweisen. Entschuldigung. Ja, aber das ist ja unterschiedlich. Ich habe wirklich nachgefragt nach einer UN-Initiative und da wird der Verweis. Genau, das war also das war keine Kommentierung der Antwort. Das war nämlich hier in der Tonmarke. Das ist jetzt echt, also das ist hier wirklich nicht angebracht. Genau. Jetzt die Sprecherin zu beschließen. Ich habe sie nicht geschimpft, ich habe gesagt, dass. Okay, aber Ihr Mikro ist jetzt aus, Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage, wenn Ihnen die Antwort nicht passt, dann ist es nicht. Das war keine Antwort, warum geht's? Ich kann gerne, obwohl ich eigentlich diesen Ton, wie auch die Kolleginnen und Kollegen auf dieser Bank hier nicht akzeptieren, dennoch, um den Bogen zu schließen, Ihnen sagen, dass es laufende Ermittlungen gibt. Auf die verweise ich Sie, so wie das die Regierungssprecherin und ich glaube auch die Kollegen der anderen Häuser bereits in Vergangenheit gemacht haben. Und dass aus Sicht der Bundesregierung angesichts laufender Ermittlungen, die der Generalbundesanwalt durchführt, keine Notwendigkeit besteht, entsprechende Ermittlungen zu duplizieren. So, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, zurückgestellte Fragen nochmal zu stellen. Da schaue ich einmal in Richtung Herrn Krämer und Herrn Delves.